Hey und willkommen zu einem weiteren After Effects Tutorial. In diesem Video erstellen wir einen coolen und einfachen Splitscreen-Effekt. Dafür habe ich bereits drei Clips in After Effects vorbereitet. Für den Splitscreen erstellen wir uns eine Form, die als Platzhalter eines Videoclips dient. In meinem Fall brauche ich die Form dreimal, da ich einen Dreier-Splitscreen erstellen möchte. Die Form ist eine einfache Farbfläche. Hier unter Ebene neu. Farbfläche können wir diese Form erstellen, bei der ich dann nur noch die Breite und die Höhe angepasst habe. Ich blende euch jetzt die Vorlagen für die Form von meinen vertikalen und horizontalen Splitscreen ein. Ihr könnt jetzt das Video pausieren, um die drei Platzhalter nachzubauen. Die Formen tauschen wir dann durch die Videoclips aus. Deshalb sollten wir die Form auch benennen, um nicht durcheinander zu kommen. Wie hier in meinem Fall, Frame links, Frame Mitte und Frame rechts. Zwischen den Platzhaltern lasse ich auch ein wenig freien Platz, dass das Splitscreen meiner Meinung nach auch wirklich sauber aussieht. Nach der Anordnung der Platzhalter, egal ob horizontal bzw. vertikal oder sonst welche Formen, bringen wir unsere Videoclips in die Komposition und setzen die Clips jeweils unter ihre Platzhalter. Danach brauchen wir nur noch den Platzhalter durch den Videoclip austauschen, indem wir beim Videoclip die bewegte Maske auf ihre Alpha-Maske setzen, jeweils für alle drei Clips. Damit der Videoclip nur dort sichtbar wird, wo auch die Form ist, können dann jederzeit die einzelnen Videoclips noch anpassen, also skalieren und neu positionieren, bis uns das Splitscreen-Video gefällt. Und das war's dann auch schon. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen, dann lass doch gerne ein Like da, um mich zu unterstützen und bis zum nächsten Mal.